kleine Warnung vor dem Video. Falls ihr nicht gespoilert werden möchtet, welche Pokémon ich beim nächsten Spieltag verwende und wie ich sie spiele, dann schaut euch dieses Video besser nicht an, sondern wartet einfach, bis der Spieltag online kommt. Yo, Leute, hallöchen und willkommen zum Teambuilding-Video für den nächsten GPL-Spieltag. Spieltag Nummer 6 steht an, und zwar spielen wir gegen den guten Gio, aka Raikani, der das Team Possum anleitet. Und ja, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Ich bin mega gehyped auf das Match. Ich freue mich wirklich unglaublich auf diesen Kampf. Ich glaube, es ist tatsächlich der Kampf, auf den ich mich am meisten freue in der Hinrunde. Und zwar aus dem Grund, dass ich kenne Gio jetzt schon sehr lange. So ziemlich eigentlich, seit ich mit YouTube angefangen habe. Beziehungsweise mit dem Let's Playen angefangen habe. Und Gio ist ja jetzt von letzten Season auf diese Season aufgestiegen. Er war ja letzte Season in der zweiten Liga und jetzt ist er bei uns in der ersten Liga. Und deswegen freue ich mich sehr, gegen ihn zu kämpfen. Wir haben schon mal ein paar Wi-Fi-Battles gemacht, aber das waren mehr so kleine Fun-Matches. Und ich bin sehr gespannt, wie es ist, gegen Gio in einem solchen Turnierformat zu spielen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ja, ich würde sagen, wir verschwenden auch gar nicht großartig weiter viel Zeit. Wir schauen mal direkt auf Gios Team. Was hat er im Team? Er hat dabei Mega Altaria, Jirachi, Raikou, Akani. Ich finde es übrigens immer noch unglaublich gut, dass er Raikou und Akani jetzt seine beiden Signature-Pokémon da beide bekommen. Das finde ich absolut großartig. Roserade, Krebutak, Kikli, Golbat hat er jetzt letztens getauscht bekommen. Von Lukas war es, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht, was er dafür abgegeben hat. Auf jeden Fall hat er jetzt Golbat. Amphizel, was ich unglaublich stylisch finde. Zwirklub und ein Tauros. Ich finde Gios Team unglaublich interessant, ich finde es unglaublich cool, aber wie es ja schon mehrmals bereits gesagt wurde, hat Gio eine fatale Bodenschwäche. Es ist auch der Grund, warum er sich Golbat dazu geholt hat, damit er die ein bisschen eindämmen kann. Nichtsdestotrotz ist die Bodenschwäche in seinem Team immer noch da und er hat auch keine Ground-Types in seinem Team. Das bedeutet, wir können da auch sehr viel mit Vote-Switch arbeiten und ja, nichtsdestotrotz hat Gio wirklich starke Pokémon dabei. Mega Altaria ist sehr gefährlich. Jirachi ist eins der besten Mons, finde ich, in so einem Format. Raikou ist tatsächlich, finde ich, gegen mein Team eine ganz gute Waffe, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass er es mitnehmen wird. Akani kann man auch sehr unterschiedlich spielen. Roserade ist auch ein gutes Mon, wobei ich jetzt nicht glaube, dass er Roserade mitnehmen wird. Krebutak ist immer ein riesiger Threat. Krebutak, gerade finde ich in der GPL, du hast keine Switch-Ins. Es gibt so gut wie keine Switch-Ins in Krebutak, deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn er das mitnimmt. Kikli finde ich sehr, sehr interessant. Ich denke, es gibt bessere Rapid Spinner. In dem Format muss ich sagen, ich hätte vielleicht auch eher so im NU-Pick dann sowas wie Karadunis genommen oder so. Aber ich finde Kikli trotzdem sehr, sehr interessant. Und es kann ja auch reinhauen. So ist es ja nicht, ne? Und du kannst es ja auch relativ vielfältig spielen, deswegen finde ich Kikli auch sehr interessant. Golbat, sehr, sehr sinnvoller, sehr, sehr sinnvoller Trade von Gio. Hat es irgendwie gebraucht. Er braucht in irgendeine Bodenimmunität oder wenigstens Resistenz. Von daher durchaus verständlich. Ach genau, ich glaube, Hydra-Gil hatte er vorher im Team. Das hat er rausgenommen, genau. Amphizel finde ich unglaublich cool. Ihr wisst, der Quajutsu ist ja in der GPL erlaubt, aber nur ohne die Fähigkeit Wandlungskunst. Bedeutet, du darfst es als OU-Slot verwenden mit der Fähigkeit Sturzbach, wie es der gute Daumenkino auch getan hat. Amphizel wiederum ist ja mit der Wandlungskunst erlaubt, geht als NU-Pick. Und das finde ich unglaublich cool und sneaky, dass Gio das genommen hat. Zwirklub ist eins meiner absoluten Lieblingsgeist-Pokémon. Finde ich sehr, sehr interessant. Kann man aber, denke ich, ganz gut drum rumspielen, gerade mit meinem Team. Und Tauros finde ich auch unglaublich cool. Ebenfalls, wie ich finde, ein recht gutes Mon in diesem Format. Ja, Gios Team, also sehr, sehr interessant. Was denke ich denn, was wir da mitnehmen? Was sind denn so die starken Threads für mein Team? Er muss Golbat mitnehmen. Das ist ganz klar. Ich habe einen Rabigator im Team, ne? Ein Erdbeben von Rabigator, es wird so unendlich viel Schaden an Gios Team anrichten. Deswegen ist es sehr offensichtlich, dass er Golbat mitnehmen muss. Wenn er Golbat nicht mitnimmt, dann weiß ich auch nicht. Aber Golbat bin ich sowas von überzeugt, dass er es mitnimmt. Raikou bin ich auch sehr sicher, dass Gio das mitnehmen wird. Der Raikou ist auch einfach ein sehr gefährliches Mon für mein Team, muss ich einfach mal an der Stelle so sagen. Ich habe gar nicht mal so die guten Switch-Ins in Raikou. Das Beste, was ich hätte, um ein Choice-Specs Raikou beispielsweise abzuwehren, wäre ein komplett speziell defensives Schlurbleck, das dann eventuell nicht von einer Aurasphäre getuschottet wird. Das kann ich nicht mal garantieren. Aber an sich hat Raikou einfach unglaublich viel, um alles in meinem Team irgendwie zu treffen. Und dementsprechend wird das nicht ganz so leicht, um dieses Ding herumzuspielen. Da muss ich mich dann einfach mal ein bisschen anstrengen. Akani? Glaube ich nicht, dass er es mitnehmen wird, auch wenn er es sehr oft mitnehmen wird. Aber
Ich habe Turtok im Team. Das ist halt, ja, nicht unbedingt ein Konzer gegen Arcanine, deswegen kann er immer noch Wild Charge haben. Aber ich bin mir unsicher, dass ob er Arcanine mitnehmen wird. Ich denke aber eher nicht, weil ich glaube, dass er in seinem Team bessere Waffen hat. Ich kann es aber nicht ganz einschätzen, ne? Geos Team, da weiß ich nur, er wird Golbat mitnehmen. Er wird hundertprozentig Golbat mitnehmen. Shirachi könnte ich mir auch noch vorstellen, weil alle Leute haben Angst vor Fiyaro. Immer. Jeder hat Angst vor Fiyaro in meinem Team. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er hier Shirachi mitnimmt, um die Tarnsteine rauszulegen. Ist Shirachi sein einziger Tarnsteinleger? Ich glaube tatsächlich ja. Deswegen bin ich relativ von überzeugt, dass er das als Support-Set sogar spielen wird. Mega Altaria bin ich unsicher. Mega Altaria kann in der Regel meistens immer was tun. Fühle mich jetzt aber nicht ganz so bedroht von Roserade, glaube ich nicht, dass er es mitnehmen wird. Krebutak bin ich auch ebenfalls absolut von überzeugt, weil Krebutak ist so ein Pokémon, das kannst du eigentlich immer mitnehmen. Deswegen, ich denke, dass der Krebutak hier auch mitnehmen wird. Amphizel könnte ich mir vorstellen, weil Amphizel immer noch schneller ist als Rabigator. Und das gleiche gilt für Kikli. Eventuell spielt ja Kikli dann auch Choice Scarfed. Die beiden Pokémon könnte ich mir noch vorstellen. Von Zwirklub glaube ich nicht, dass er es mitnehmen wird. Von Tauros kann ich auch so gar nicht einschätzen, und ich denke eher nicht. Also, wenn ich jetzt sein Team komplett predikten müsste, würde ich sagen, Raikou, Golbat, Shirachi, Amphizel, Krebutak, Kikli. Das wären so die 6 Pokémon, von denen ich denke, die würde er mitnehmen. Und ich habe schon wieder 7,5 Minuten gelabert und habe noch nicht mal bei meinem Team angekommen. Wow, großartig. ja, soviel zu Geos Team. Das haben wir jetzt, denke ich, ziemlich gründig auseinandergenommen. Würde ich sagen, schauen wir uns mein Team an. Ja, ich bringe hier mit, wie gesagt, Rabigator. Rabigator hier mit einem Walschall, damit wir alles in seinem Team outspeeden können. Wir sind dann schneller als Shirachi, wir sind schneller als Raikou, wir sind definitiv schneller als Arcanine und so weiter. Auch schneller als Frogadier, also Amphizel. Ich glaube, wir sind sogar schneller als Altaria nach einem D-Dance, da bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube schon, doch. Wir sind dann auch schneller als ein Altaria nach einem D-Dance. Von daher halte ich hier den Waldschaft für relativ wichtig. Ich habe lange überlegt, was für ein Item ich drauf spiele, ob ich vielleicht Prunusbeere drauf spiele, falls er mit Zwirklob ein Irrlicht einsetzt oder so. Spielst du Live-Orb drauf, damit du die Coverage aus, damit du immer wieder zwischen Knockoff und Earthquake wechseln kannst. Oder Choice Band für den maximalen Damage-Output. Ich habe mich am Ende des Tages auch für Choice Scarf entschieden, da ich gemerkt habe, ich habe große Probleme mit diesem Raikou. Und das ist dann immer ein bisschen etwas, um Raikou einzudämmen. Allgemein ist Rabigator, solange er keine Aurasphäre oder die HP-Ice drauf spielt, eine ganz gute Waffe gegen Raikou. Und dann bei Raikou kann man es daran sehen, also eventuell sehen, er kann es auch bluffen, aber meistens sieht man es daran, dass Raikou eine Aurasphäre im Set hat, wenn das Ding shiny ist und keinen Spitznamen hat. Denn das sind die Voraussetzungen für ein Event Raikou, das als einziges Raikou über Aurasphäre verfügen kann. Ja, Rabigator hier, frohes Wesen, Moxie als Fähigkeit und der ganz klassischen Attacken Erdbeben, Abschlag, Steinkante und Verfolgung. Steinkante muss übrigens auch mit drauf wegen Golbat, damit wir das auch noch treffen können. Und ich glaube nicht, dass wir hier so viel mit Pursuit Trap rumspielen können, vielleicht ein bisschen gegen das Shirachi oder so, aber Knockoff zum Beispiel ist hier natürlich auch noch ein Muss, ne? Muss auf Rabigator. Also Knockoff auf Rabigator macht eigentlich nie was mit falsch, egal in welchem Format. Also wie gesagt, ich setze sehr viele Hoffnungen in Rabigator in dem Match. Und dann an zweiter Stelle haben wir hier Magneton, und das ist das Pokémon tatsächlich neben Rabigator, in das ich hier ganz große Hoffnungen setze, denn Geo hat keine Volt-Switch-Immunität im Team. Er hat also kein Ground-Type und er hat kein Pokémon, das Elektroattacken abfangen kann durch irgendeine Fähigkeit. Das bedeutet, ich werde da immer ziemlich safe einen Volt-Switch rausbekommen können und kann dann damit, falls Geo rauswechselt, wieder das Momentum nutzen und den Rabigator zurückgehen, dann wieder hervorragenden Schaden machen. Also Magneton halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe mich hier auch entschieden, da ich eigentlich nichts Bestimmtes großartig outspeeden muss, habe ich mich hier für ein Wahlglas-Set entschieden. Ich habe Magneton allerdings so viel inne gedrillt, dass ich ein Golbat, das minimal, ich glaube mit 20 EVs oder so, in Elend investiert wurde, noch outspeeden kann. Das habe ich noch für recht wichtig gehalten. Und ansonsten alles voll in den Spezialangriff. Einfach so viel Damage raushauen, wie es geht, und das Momentum sichern. Habe hier auch mich für die Fähigkeit Analyse entschieden, da ich hier jetzt nicht so die One-Shot-Gefahren für Magneton sehe, beziehungsweise ich jetzt nicht unbedingt Magneton für ein spezielles Pokémon brauche, vielleicht abgesehen von Golbat. Ich könnte mit Magnet Pull maximal das Shirachi trappen, aber ich muss sagen, das ist es mir dann doch gar nicht mal so wert. Ich möchte dann lieber den maximalen Damage-Output auf diesem Magneton haben, um mir dann anschließend auch damit irgendwie das Momentum zu sichern. Abgesehen davon kann Shirachi hier auch U-Turn und dementsprechend wäre es dann auch schneller als ich und könnte sich einfach aus der Magnet-Pull, also aus der Magnetfalle befreien. Das wäre für mich dann nicht so, ja, praktisch, sag ich mal. Ich habe mir hier als Moveset, ja, von dem, was Magneton so im Moveset hat, das ist ja nicht viel, aber, also im Move Pool. Und in meinem Moveset haben wir hier natürlich den Voltwechsel, Donnerblitz,
Lichtkanone und die Kraftreserve Boden, um Akani und Raikou noch ganz gut zu treffen. Und ja, ich glaube, Raikou wird davon sogar knapp 90% Schaden bekommen können. Das ist also schon etwas, was ich sehr, sehr begrüße. So, sorry, da bin ich wieder. Ich musste leider gerade einen kurzen Cut machen. Es tut mir leid. Na gut, wie dem auch sei. Machen wir weiter mit dem dritten Pokémon und das ist Fiyaro. Ja, Fiyaro ist hier ein ziemlich klassisches Bulkup-Fiyaro mit Sturzflug, Ruhrort, Protzer und Irrlicht. Hat ja allerdings den Beulenhelm als Item, nicht Sharpbeak oder Leftovers, weil die Leftovers liegen woanders drauf und ich finde den Beulenhelm tatsächlich gar nicht mal so schlecht in der Konstellation. Ich erkläre euch gleich warum. Fiyaro, wie gesagt, hier komplett speziell defensiv und ja, was habe ich mir bei dem Set gedacht? Ganz einfach, in Anbetracht von Justin gibt's zwei große Waffen eigentlich gegen Fiyaro, die da heißen Raikou und Chirachi. Gegen Raikou hat tatsächlich Fiyaro gar nicht mal so viele Chancen, dann möchte ich aber auch, ich möchte kein Flammenblitz drauf spielen, weil mir die anderen Moves einfach wichtiger sind. Sturzflug trifft dann alles in seinem Team ziemlich gut halt, außer Raikou und Chirachi. Und Chirachi hat tatsächlich auch gar nicht mal so die extrem guten Karten gegen Fiyaro. Wenn ich hier Irrlicht drauf spiele, dann ist der Damage-Output, solange ich kein spezielles Set spiele, das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, ist der Damage-Output ein bisschen begrenzt und ich kriege kontinuierlichen Schaden auf Chirachi, was sehr, sehr gut ist. Mit Irrlicht, vielleicht kriegen wir ja sogar Kikli oder Krebutak verbrannt, das wäre auch absolut großartig, weil das Damage-Output von diesen Pokémon dann einfach halbiert wird, und ja, sie dadurch eigentlich nur noch eine halbe Gefahr darstellen, sage ich mal. Und eine halb so große Gefahr. Ja, Bulkup, wie gesagt, wenn Raikou rechtzeitig weg ist, hat Fiyaro ziemlich, ziemlich gute Möglichkeiten, sich zu setupen und dann einfach quasi durchs Gegnerteam durchzugehen, was Fiyaro halt gerne mal tut. Ist hochgepokert, ich lege es auch nicht unbedingt auf den Fiyaro-Sweep an hier bei dem Match, aber ich halte es doch für eine, ja, für eine recht gute Moveset-Option. Ich habe erst überlegt, ob ich U-Turn drauf spiele, damit ich mir auch hier wieder mal das Momentum sichern kann und dann anschließend in mein Rabigato zu wechseln, habe mich aber dann am Ende des Tages dann doch eher für das Irrlicht entschieden. Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel zu Fiyaro zu sagen, also machen wir weiter mit dem nächsten Pokémon, nämlich meinem Ambidiffel, das wieder mal dabei ist, dem guten Stabslab. Hier wieder mal ein Live-Op Ambidiffel, das ist auch vom EV-Spread her nichts Besonderes, vollen Angriff mit den Attacken. Mogelieb, der Signature-Move quasi von Ambidiffel. Feuerschlag hier, Kehrtwende und Rückkehr. Ich habe, wie immer eigentlich, ziemlich gestruggelt bei der Auswahl der Attacken für Ambidiffel, weil das Ding halt, es kann halt eigentlich alles. Es kann, glaube ich, von fast jedem Typen irgendwas im Angriff, im Movepool haben und das, macht auch fast immer Sinn, wenn man sich aus Gegnerteam vorbereitet, kann man sich aus fast jedem Typen irgendeine sinnvolle Attacke reinpacken, von daher, Ambidiffel ist, vom Movepool her eine der absoluten Ikonen, sage ich mal. Was habe ich bei dem Movepool gedacht? Fake Out ist halt echt gut, weil ich damit alles, was heißt alles, ich würde sehr viel in Geos Team recht gut damit ankratzen können. Altaria würde einen netten Chip-Damage bekommen, Raikou wird echt guten Damage bekommen, Roserade, Krebuta, Kikli und so weiter ebenfalls. Und daher Fake Out macht man eigentlich selten, was verkehrt auf Ambidiffel. Feuerschlag habe ich mir hier drauf gepackt für Chirachi, wenn das Matchup zustande kommen sollte, damit wir nicht komplett gegen Chirachi strugglen. Ich hatte erst was anderes im Set, ich glaube Gunkshot für das Altaria. Habe mich aber wie gesagt dann doch für den Feuerschlag entschieden. Ist denke ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Dann haben wir noch die Kehrtwende drauf, um uns damit halt ähnlich wie ich es erst bei Fiyaro vorhatte, das Momentum sichern zu können. Ich habe hier jetzt also auch zwei Momentumbringer, deswegen, also ein Volt Turn Core quasi. Ich glaube, da brauche ich nicht nur eine Kehrtwende auf Fiyaro. Mit Ambidiffel finde ich das sowieso immer ziemlich gut. Und dann haben wir noch die Rückkehr drauf. Einfach um richtig, richtig guten Schaden auf alles zu bekommen. Jetzt fragen sich bestimmt wieder Leute, warum spielst du keinen Double Slap drauf? Ich vertraue dieser Attacke nicht. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen dieser Attacke gemacht. Und Return reicht in diesem Kampf auch eigentlich für das, was Ambidiffel tun soll. Von daher, ja, Ambidiffel habe ich auch nicht so viel zu sagen. Es soll halt einfach schnell sein. Es ist halt eines der schnellsten Mons. Wir wären mit Raikou sogar in einem Speed-Type. Vielleicht gewinnen wir den dann. Das wäre der absolute Shit. Dann können wir da in der Rückkehr hervorragende Schaden machen. Das sind halt so jetzt hier die Gründe, warum ich Ambidiffel dabei habe. Und halt einfach diese Mogli-Priorität, ja, die kann man immer gebrauchen. Von daher, ja. Kommt zum fünften Pokémon, nämlich Shaymin. Und Shaymin ist hier quasi, ich will nicht sagen Counter, aber es ist meine beste defensive Waffe gegen das Krebutak, vor dem ich echt unfassbar viel Angst habe. Es ist also hier wieder ein physisch-defensives Shaymin. Das gute Öko-Kissen mit Schocksamen, Aromakur, Egelsamen und Toxin.
Also hier wieder ein bisschen stalligeres Set, möchte ich mal meinen. Aber es tankt echt alle Moves von Kributak ganz gut. Wenn die Überreste weggeschlagen werden, macht Abschlag auch nicht mehr so viel Schaden. Von daher sind wir da ganz gut aufgestellt mit Shaymin. Selbst so würde es maximal, ich glaube, 52% machen oder so. Also Shaymin ist schon recht solide, was Kributak angeht. Und selbst ohne Inhalt Investment sind wir immer noch schneller als Kributak, weil das Ding, glaube ich, nur 55 Base Speed hat. Von daher, Shaymin hier ein Hoffnungsträger, sage ich mal, im Matchup gegen das Kributak mit Schocksam, wenn wir an vielen Dingen trotz allem ganz guten Schaden machen können. Aromakur, damit können wir das Team ein bisschen supporten, falls Rabigator irgendwie verbrannt werden sollte, was halt überhaupt nicht passieren darf, oder Fiyaro oder Amidiffel paralysiert werden, dann können wir das damit korrigieren. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Egelsam, ja, supportet hier auch so ein bisschen das Team durch Recovery und der Gegner wird dadurch immer ein bisschen was abgezogen, das ist ganz gut. Und Toxin halte ich hier auch für ganz gut für den Fall, dass Gio versucht sich hier mit Altaria zum Beispiel zu setup, dann können wir das ein bisschen eindämmen und Raikou, ja, ist ja auch ein ganz großer Threat für mich mit diesem Team, muss ich sagen. Deswegen, ich fände es auch echt super, weil Raikou wird diese Shaman auf keinen Fall one-hitten können. Da dann Toxin drauf zu bekommen, wäre sehr, sehr hilfreich, möchte ich meinen. Ja, soviel zu Shaman. Und das letzte Pokémon ist natürlich wieder Mega-Totok, das bis jetzt einen ganzen GPL-Kampf überlebt hat von 5, nämlich den letzten gegen Surskit TV. Sonst ist es irgendwie immer gestorben, ohne irgendwas vorher zu tun. Und ja, yeah. Ich hoffe einfach, dass das nicht passiert. Ich glaube, meine Facecam ist gerade ziemlich dunkel, oder? So, okay, schon besser. ja. Yeah. Totok hier mit den Attacken Siedewasser, Turbodreher, Eisstrahl und Finsteraura. Hier auch wieder, ich brauch gegen Geo's Team tatsächlich gar nicht so viel zu Speedkriegen. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gespeedkriegt habe, war hier das Magneton, ja, mit 180 EVs. Ansonsten ist es eigentlich alles voll in die jeweiligen Werte investiert. Auch Totok hier voll in den Bulk und voll in den Spätzangriff. Ja, mit dem Move-Pool werden wir auch recht viel gut treffen. Es ist natürlich immer noch keine Antwort gegen Raikou, aber naja, wir haben Eisstrahl, um Altaria zu treffen, Finsteraura gegen Chirachi. Wir werden Raikou mit dem Siedewasser oder mit der Finsteraura noch mehr Schaden machen, was ganz gut ist. Wir würden gegen Kributak ein bisschen strugglen, das gebe ich zu. Aber wir haben Siedewasser und eventuell können wir dann Burn rauskitzeln und Kributak würde auch nicht in der Lage sein, uns zu wandeln, von daher. Ja, ist auch nicht so das bulkigste Mon, von daher, ja, gut. Habe ich jetzt nicht so die Mega-Angst vor. Wir hätten noch außerdem noch einen Eisstrahl gegen Golbat, was ich auch sehr, 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 sehr praktisch finde. Und ja, Totok. Das Ding ist, ich habe erst lange überlegt, spielst du Latias oder Totok, weil du brauchst irgendeine Form von Hazard Control, wenn du Fiyaro im Team hast. Ist halt einfach Pflicht. Und ich habe dann hinterher mal geguckt, Latias macht in dem Match tatsächlich gar nicht so viel, wie es auf den ersten Blick scheint. Deswegen habe ich mich dann doch wieder für Totok entschieden und ja, das ist das Team, das wir morgen, oder, ja, ich hoffe, das Video kommt rechtzeitig am Samstag, was wir am 6. GPL-Spieltag verwenden werden. Rabigator, Magneton, Fiyaro, Amidiffel, Shaymin und Mega Turtok. Ja, was soll ich sagen, ich setze ganz, ganz große Hoffnung in Rabigator, das durch Magneton vor allem ganz gut supportet werden sollte. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, wie das Match verlaufen wird. Ich kann Gio als Gegner auch irgendwie so gar nicht wirklich einschätzen, muss ich sagen, weil wir bis jetzt halt immer nur diese Fun-Matches gemacht haben, von daher. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Match und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Wir werden, heute ist Donnerstag, wir werden wahrscheinlich morgen am Freitag spielen und, ach ja, mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich das Match gewinne oder nicht. Gewinnen wäre natürlich immer super, klar, aber ich freue mich einfach auf einen spannenden und ansehnlichen Kampf gegen den guten Gio. Und ja, gut, das war es dann soweit von meiner Seite. Ich freue mich wie immer sehr über eure Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, liebe Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.